Was geht ab, du Kasper von und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Am Samstag hat Michel Pereira gegen Santiago Ponzinibbio gekämpft im Co-Main Event des Abends bei UFC Vegas 55. Und ja, Michel Pereira hat diesen Kampf gewonnen per Split Decision. Viele haben auch wirklich gedacht, hey, Santiago hat diesen Kampf gewonnen, es war eine Robbery, aber die Judges waren allgemein komisch an diesem Abend, siehe das Main Event mit Holly Holm und Vieira, also es war sowieso ein bisschen kontrovers der Abend, ich persönlich hätte auch gesagt, man hätte ihm den Kampf geben können, aber ja, schreibt mir auch mal dazu auch mal gerne in die Kommentare. Und dann war wirklich ein kleines Skandi im Nachhinein, als Pereira Jorge Masvidal herausgefordert hat, aufgrund dessen, weil er laut ihm seiner Frau geschrieben haben soll in den DMs und vieles, vieles mehr. Er sagte nämlich, er hat meiner Frau ein Emoji geschickt. Das Emoji mit den beiden Händen zusammen wie Armen, sagte Pereira. Er schickte es meiner Frau, er hat es nicht an mich geschickt. Ich bin ihm nie über den Weg gelaufen oder sonst irgendwas. Ich hatte keine Gelegenheit, um ja, mit ihm zu sprechen, ihn zu fragen. Also dachte ich mir, ich will es wirklich verstehen. Aber ich könnte es auch genauso gut im Octagon verstehen und dort können wir es gerne gegeneinander regeln. Da habe ich kein Problem mit und da werde ich ihn auf jeden Fall kämpfen. Am Sonntagabend hat sich Masvidal jetzt auch dazu geäußert, zu diesem ja, Anruf, zu dieser harten Anschuldigung in diesem Sinne, obwohl es ja eigentlich nicht schlimm ist, selbst wenn er diesen armen Smiley so geschickt haben soll, obwohl es halt seine Frau ist. Ja, und er sagt halt Folgendes dazu. Ja, Pereiras Frau war die, die ihn als erstes kontaktiert hat und damit wollte er deutlich sagen, dass er hier Fake Stories erzählt, um einfach Aufmerksamkeit zu generieren, um Moneyfight zu bekommen und so weiter und so fort. Er sagte, wie verrückt ist die Welt und wie tief ist die Gesellschaft gesunken, dass dieser Idiot Pereira jetzt seine Frau benutzt, um hoffentlich eines Tages einen dicken Paycheck, einen dicken Gehaltscheck zu bekommen und eine falsche Geschichte zu erfinden, um einen Kampf mit mir anzuzetteln, obwohl man ganz klar sieht, dass sie in meine DMs gerutscht ist. Ich wünsche euch Jungs das Beste. Und damit hat Masvidal ihn richtig, richtig zerstört mit diesem Bild, was deutlich zeigt, dass die Frau von Michel Pereira ihn geschrieben hat und ihn was per DMs geschickt hat. Pereira hat seine Frau in eine sehr, sehr scheiß Lage gebracht, muss man wirklich an dieser Stelle so sagen, und hat sich damit wirklich ins eigene Bein geschossen. Dann hat die Frau von Pereira sich selbst dazu geäußert und hat dort geschrieben, die Gesellschaft sucht nach Aufregung und leider verkaufen sich Dramen gut. Sie verdrehen die Erzählung, um eine Geschichte zu kreieren, die falsch ist. Ich habe nie etwas getan und würde auch nie etwas tun, was meine Ehe oder meinen Mann respektlos behandelt. Wie Sie sehen können, handelt es sich bei diesem Konto um ein Geschäftskonto, auf das auch mehrere Personen Zugriff haben. So würde ich mich nicht einmal dazu äußern. Ja, ganz schweige davon, dass es schon Jahre her ist, bevor ich Michelle überhaupt kannte. Insofern hat sich die Frau nochmal hier gerettet, aber krass, dass in der UFC jetzt in der Politik auch Frauen mit reingezogen werden. Schreibt mir auch mal dazu in die Kommentare. Ja, Pereira hat sich wirklich ins eigene Bein geschossen und ein bisschen peinlich gemacht in der Öffentlichkeit. Masvidal hat den echt gegeben. Ja, das wär's mit dem Video, Freunde. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.